Let's Dance, Profi Christina Luft hat eine Horrorwoche hinter sich. Ihr Körper streikt. Bedeutet das das aus? Seit einigen Wochen läuft die beliebteste Tanzshow Deutschlands endlich wieder im Fernsehen. Was für die ZuschauerInnen großes Entertainment und viel Spaß bedeutet, wird für die Let's Dance, Profis und Promis jedoch jedes Jahr aufs Neue zu einer Zerreißprobe. Körperlich sind viele von ihnen während des Ausstrahlungszeitraums der RTL-Show am Limit. Manchen geht zwischenzeitlich sogar ganz die Puste aus. Auch Verletzungen sind keine Seltenheit. Sorge um Christina Luft. Braucht sie eine Let's Dance-Pause? Auch Christina Luft scheint kurz vor der 4-Live-Show an ihre Grenze zu stoßen. Auf Instagram berichtet die 33-Jährige, warum von ihrer Seite so lange Funkstille herrschte. Ich habe mich 2 Tage nicht gemeldet, seit ich aus dem Zug zu den Proben gefahren bin. Das hat folgenden Grund. Bis nach 10 haben wir die Proben gemacht und um 9 Uhr morgens waren wir schon wieder im Saal und ich war todmüde, ich geb's zu, das hat mir den Rest gegeben. Beunruhig Ende Töne von der sonst so positiven und 10 Christina Luft. Und dann war ich auch den ganzen Tag ungeschminkt, dafür hat die Energie dann heute Morgen nicht mehr gereicht. Alle Proben, alle Kameraproben, alle Interviews, alles ungeschminkt, das war mir so Latte. Ich sag's wie es ist und dann hab ich mir wahrscheinlich irgendwie einen Zug geholt oder irgendwas mit dem Nacken gemacht unter der Woche. Sie habe sich gefühlt wie Robocop. Dann fällt ein Satz, der fürchten lässt, dass Christina Luft am heutigen Freitag, 17. März, vielleicht nicht auftreten kann. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Let's Dance, Christina Luft hat Probleme mit ihrem Nacken. Auch darüber hinaus hat sie Angst, in Live-Show 4 auszuscheiden. Jetzt sei alles wieder in Ordnung, gibt sie Entwarnung. Doch kann das stimmen? Die Proben liefen gut, versichert die Verlobte von Sänger Luca Henny mit Nachdruck. Doch auch abseits ihrer heftigen körperlichen Beschwerden, die in der heutigen Live-Show zum Problem werden könnte, ist Luft besorgt. Der Tanz ist echt hart. Wir brauchen eure Unterstützung morgen. Am besten jetzt schon die Nummer vorwählen, die ich euch dann morgen sage, erklärt sie am Donnerstag in ihrer Story.